Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Eternal Sonata. Wir sind hier immer noch im Agogo-Wald, diesmal wieder in der Rolle von... von Allegretto und Beat. Ich weiß gar nicht, wie wir an diesem Bereich hingelangt sind. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was überlegen. Wir sind nämlich beim letzten Mal da nach oben hingelaufen, allerdings mit Frederik und Polka, und haben da irgendwie so einen komischen, hässlichen Typen angetroffen, der irgendwie ein bisschen Gaga in der Birne war, und ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich jetzt hier hinlaufen soll. Also ich würde ja tendenziell auch nach oben gehen wollen, aber wir hatten hier unten, glaube ich, noch diesen Typen, der grüne Farbe haben wollte. Guck mal, hier ist schon der nächste Speicherpunkt. In voll kurzen Zeitabständen irgendwie, oder? Na gut, ich würde jetzt instinktiv sagen, wir gehen jetzt erstmal nach oben weiter. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr nach der letzten Cutscene, ob was mit Polka und Frederik passiert ist. Weil dieser Typ, der uns da angegriffen hat, der ist irgendwie ziemlich... ja, ziemlich stark gewesen und hat uns voll weggehauen, und ich weiß bisher immer noch nicht, was sein eigentliches Problem war. Jedenfalls, ja, dadurch, dass der Regen jetzt nicht mehr da ist, sind die Gegner auch relativ einfach, ne? Das heißt, wir müssten ja eigentlich ganz gemütlich durchkommen, wenn die sich nicht hier gerade irgendwie in so eine schattigen Ecken irgendwie verkrümeln. Und ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich die ganzen Kämpfe jetzt hier nochmal mitnehme. Ich habe mir nochmal die letzten Kommentare durchgelesen. Also, ich sag das ja an der Stelle auch nochmal. Vielleicht hat das der ein oder andere so nicht mitbekommen, aber, diesen Tipp mit den Heil-Items platzieren, das habe ich ja erst in der letzten Folge, glaube ich, umgesetzt. Ne? Ich hatte da ein bisschen im Voraus produziert und bin jetzt wieder ganz, ganz zeitnah dran. Also die Folge, die ich jetzt aufzeichne, das ist... oh Gott, ich weiß gar nicht, welchen wir heute haben. Auf jeden Fall habe ich zuletzt bis einschließlich Folge 7 alles gelesen. Genau, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, alles, was natürlich relativ spät kommt, habe ich jetzt noch nicht so aufgreifen können. Und ja, ich habe ansonsten noch den Tipp bekommen, und den habe ich bisher noch nicht so wirklich hier in diese Videos mit eingebaut, auch beim letzten Boss nicht, dass ich ja mal ein bisschen darauf achten sollte, dass ich diese Echo-Leiste auch ein bisschen anwachsen lasse. Und okay, die vertragen echt so wenig. Ich mir mal voll die Sorgen mache, dass ich das irgendwie nicht hinkriegen könnte. Ja, also nein! Oh, okay, wir sind nochmal dran, alles gut. Also ich werde bei dem nächsten Boss mal versuchen, ganz gezielt darauf zu achten, dass ich erstmal diese Echo-Anzeige komplett aufs Maximum bringe und dann die Angriffe tätige. Ich habe das, glaube ich, das ein oder andere Mal schon gebracht, allerdings war das nicht so wirklich kalkuliert und auch nicht wirklich beabsichtigt und so, und deswegen... ja, gibt es da definitiv noch Luft nach oben. Also ich glaube, ich kann hier echt so entspannt die ganzen Kämpfe mitnehmen. Jetzt ehrlich gesagt gar nicht darauf geachtet, wie viel Erfahrung das eigentlich da lässt. Oh, 36. Die Großen geben dann aber auch mehr, oder? Oder habe ich das nur falsch in Erinnerung? Ich weiß nicht, irgendwie will ich die trotzdem nicht hier liegen lassen. Kann ja immer sein, dass hier auf dem Kampffeld einer irgendwie im... doch noch im Schatten steht. Also wisst ihr, was ich meine? Ach, mir fällt gerade ein. Allegretto hat doch so einen... Hat er nicht so einen Schussangriff, wenn der im Licht steht? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall mag ich das Gebiet, wenn das alles so sonnendurchflutet. Ist total schön. Ja, und ich hoffe, nochmal auf diese eine Questreihe da bezogen, wo wir jetzt das Gebiss noch mit uns führen. Cool wäre natürlich, wenn ich jetzt irgendjemandem in der nächsten Stadt, die wir besuchen, oder im nächsten Dorf, dem das Gebiss überreichen könnte. Und, ach nee, Sunslash ist doch Schlitzer. Ich habe irgendwie gerade kurz im Hinterkopf gehabt, dass es vielleicht Sonnenschütze sein könnte, aber der Schlitzer, der wird natürlich aus der Entfernung nicht viel ausrichten können. Ja, cool wäre, wenn wir irgendwie ein Gebiss abgeben und dafür dann als Belohnung quasi die grüne Farbe kriegen. Also ich schätze mal nicht, dass ich die verpasst habe. Da hinten ist jetzt so eine dicke Zwiebel. Da kann ich gleich nicht mal drauf achten, wie viel Erfahrung die jetzt da lässt, auch wenn... Ah, warte mal, wir können uns ja hier hinstellen. Ja, so machen wir das. Ich wollte jetzt nämlich nicht mit Piet da in die nächste Nähe gehen zu dem Gegner. Große Kokosnuss stand da. Ich bin nämlich auch darauf hingewiesen worden, dass ich ja rechts, nee, nicht rechts, sondern links
ja angucken kann, wie die Gegner heißen. Und das soll eine Kokosnuss sein? Ah, ja, okay. Ja, doch. Das kommt hin. Die ist quasi nur so ein bisschen in Sachen Größenverhältnis so ein bisschen verquer unterwegs, ne? Weil die hat den Palmstamm irgendwie auf dem Kopf und die Kokosnuss selbst ist voll überdimensioniert. Aber ja, Forscherkammer. Okay, das ist ein neuer Skill, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir mal. Bietchen. Warum habe ich ihm denn das hier nicht gegeben? 4 Treffer an Ziel innerhalb von 40 Fuß. Ja, probieren wir mal. Fotos finde ich nämlich relativ lame. Durchbohrt den Gegner mit einem harten Hammer. Ja, wird ja wohl besser sein, oder? Ich schätze mal, dass das Spiel jetzt nicht so drauf sein wird, dass die uns neuere Sachen zur Verfügung stellen, die dann letzten Endes schlechter sind. Und allerhöchstens vielleicht sowas die Frage Flächenschaden, Einzelschaden, Streuung und sowas alles angeht. Aber mir fällt noch was ganz anderes ein. Und zwar, auch das liegt schon eine gefühlte Ewigkeit zurück, aber ja, ich kann hier nämlich noch durch die einzelnen Seiten switchen. Ich glaube, das haben wir uns auch noch nicht angeguckt, oder? Auch wenn ich inzwischen ja begriffen habe, wie das funktioniert. Kurz gesagt, vom ersten Schritt an, den du tust, hast du 5 Sekunden, bevor der Zug vorbei ist. Wie in Gruppenklasse 1 ist die Taktikzeit aber immer noch unbegrenzt. Wenn du dich also nicht bewegst, sobald du am Zug bist, hast du immer noch Zeit, dir eine Strategie zu überlegen. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich auch diese Bedenkzeit am Anfang irgendwann in Luft auflösen wird. Ja, schätze ich einfach mal. Ja, nochmal zurück zu der Nebenquest-Geschichte. Also ich habe beschlossen, dass ich das jetzt erstmal nicht nachschlage. Einige von euch hatten gesagt, ich soll das tun. Andere hatten gesagt, ich soll das lieber nicht machen. Und ich bin am Überlegen, ob ich das nicht vielleicht... Es ist mal so schwierig, diese Frage nachgucken, ja oder nein. Ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht mir irgend so einen Guide raussuchen soll, der... Okay, warte, ich will jetzt hier gar nichts falsch machen, auch wenn die Gegner natürlich nicht gefährlich sind, aber trotzdem, dass wir hier nicht irgendwie Schaden fressen, wo es gar nicht nötig ist, dass ich mir vielleicht einfach nur angucke, an welchem Ort ich das nächste finde und ob ich diesen Ort schon kenne und mir einfach nur notiere, okay, Gebiss abgeben in XY. So, und dass ich mir aber nicht angucke, bei wem und wie und was ich da im Einzelnen machen muss, das wäre vielleicht ein so ein Kompromiss, wo wir uns dann quasi in der Mitte treffen, weil einige hatten geschrieben, sie würden das gut finden, wenn ich nachschlage, um eben sicherzustellen, dass ich da auch nichts verpasse. Und andere hatten eben... Oh nein, 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 ich kann ja nicht mehr schießen. Oh, ja, toll, Negoja. Ey, damit hast du jetzt schon wieder den Klugheitspreis des Tages eingefangen. Zweimal hintereinander voll den Müll hier gebaut, aber egal. Entchen scheint davon irgendwie nicht so beeindruckt zu sein. Ach, wir haben noch einen. Ja, das ist natürlich blöd, weil wenn Beat, wenn er jetzt im Schatten steht, dann... Oh. Okay. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat gerade ernsthaft mit ihrem Schuss einen Critical Hit gelandet und dem ganz schön in den Arsch geblasen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, sah ganz gut aus irgendwie. Kann man nicht meckern. So, ich glaube, diese Situation, wie wir sie jetzt auch haben, die wird später gar nicht mehr so, so gegeben sein. Also, dass wir durch diese Perspektivwechsel immer... Nein! Achso, ich dachte, ich habe das jetzt nicht mehr hinbekommen. Also, dass wir jetzt hier immer wieder ein und dieselben Gebiete durchstreifen müssen, immer wieder mit unterschiedlichen Charakteren irgendwann... Wird die Gruppe, glaube ich, auch zusammenfließen und dann wird das ein bisschen einfacher sein. Aber meine Spielmentalität und Vorgehensweise erlaubt es mir irgendwie nicht, an Gegnern vorbeizurennen. Ich mag das überhaupt nicht und möchte die jetzt hier ganz gerne noch mitnehmen und hoffe, das ist okay für euch. Ja, also ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob das ein Kompromiss ist in Bezug auf die Nebenmission, mit dem alle vielleicht auch leben können. Wenn es irgendwelche Einwände gibt, dann immer her damit. Und ja, ich würde mich dann, wenn es keine Einwände gibt, beim nächsten Mal auf die Suche machen nach den entsprechenden Infos. Weil ich glaube, das ist eine ganz gemütliche Ausgangssituation. Ich meine, das ist ja kein Blind-Let's Play. Ne, wenn ich dann sagen kann, hey, wir sind jetzt an Ort XY angekommen und hier muss ich jetzt Ausschau halten, denn hier könnten wir jemanden finden, der uns weiterhilft. Ah. Ah. Okay. Das heißt, den Feuerstoß, den wird er jetzt immer, wenn er im Licht steht, ausführen können.
Finde ich auch sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn das so hell bleibt, wie jetzt hier gerade. So, ich glaube hier oben, nee, hier sind wir noch nicht. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt aber irgendwie wieder vergessen. Das hing nicht mit den Nebenmissionen zusammen, sondern mit irgendwas, was ich, worüber ich vorher gesprochen habe, aber ja, egal. Muss ich halt durch. Weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall ist Beach jetzt der coolere. Nein, nicht Vorschlagkammer, nein, dieser blöde Schattenfutzel da. Hat alles kaputt gemacht, aber dafür reicht's noch. Oh, oh. Nein! Wie erbärmlich, hier jetzt Schaden zu fressen. Ich hätte das wahrscheinlich viel eleganter lösen können. Aber egal. Ich hoffe nur, dass es Volker und Frederik gut geht und, ja, dass denen nicht zugestoßen ist. Und würde es sehr begrüßen, wenn wir irgendwann wieder in großer Gruppe reisen können. Ich weiß nämlich nicht mehr aus dem Kopf, was hier die Maximalanzahl von Gruppenmitgliedern ist. Also wenn ich mir die Anzeige da oben so angucke, würde ich ja fast auf 3 tippen. Aber ich weiß das nicht zu 100%. Könnten auch 4 sein, aber ich glaube... Nee, ich glaube, das sind eher 3. Oder? Es müsste ganz schön gequetscht werden, wenn da noch ein 4. irgendwie Platz finden soll. Oder die Darstellung wird kleiner. Kann natürlich auch sein. Nee, aber mein... Oh! Nein! 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 Ich dachte, das wären jetzt nur 2 gewesen. Oh, okay. Ja, jetzt muss das, genau, so, wo auch immer du bist. Ich werde dich jetzt mit einem Feuerstoß einfach mal eiskalt brutzeln. Ich weiß gar nicht, wie ich mich daran erinnern soll, dass ich links mir immer die Gegnernamen auch angucken kann. Sollte ich aber zukünftig vielleicht mal machen, bevor ich wieder anfange, hier den komischen Bezeichnungen zu geben. So viel zum Thema. Voll der Gemüsegegner, ne? Obwohl es eigentlich eine Kokosnuss ist. Ja, okay, man lernt nie aus. Jedes Mal was Neues. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist das überflüssig, dass ich hier speichere. Aber man weiß ja nie, ne? Kann ja sein, dass dieser wahnsinnig gewordene Typ jetzt vielleicht wieder dort ist und schlechte Laune hat, weil er... Oh, hier sind noch Gegner. Weil er einen Sonnenbrand hat. Ne? Also wir erinnern uns zurück, der ist beim letzten Mal ja ausgerastet wegen seiner nassen Kleidung. Aber ich glaube gar nicht, dass das der Ursprung seiner Aggression war. Ich glaube, der hatte einfach generell so ein leichtes Problem mit seiner cholerischen Art und Weise. Oder der kannte uns vielleicht sogar. Oh, 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 das ist gar nicht gut, dem Gegner den Rücken zuzudrehen. Nein! Oh, warum kam da jetzt mal die Chance zu blocken? Ey, vermassel ich das voll. Aber egal. Ich habe gerade nur ein bisschen Bammel, wenn ich so auf unsere Energieleiste gucke, dass ich jetzt hier nicht vielleicht, also vielleicht nicht maximal gestärkt jetzt hier in einen möglichen Kampf reinlaufe. Aber ich glaube, da wo ich jetzt gerade schon stehe, da haben wir beim letzten Mal auch den Bosskampf absolviert, oder? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. So, hier nehmen wir mal beide mit. Auch wenn die frontale Angriffsvorgehensweise natürlich nicht so die allerbeste ist. Treffe ich hier jemanden? Ja. Sehr schön, nochmal. Oh, perfekt, ey. Wie geil ist dieser Angriff denn bitte? Ey, wie ich Beater am Anfang noch voll belächelt habe, weil ich mir die ganze Zeit dachte, Allegretto ist mit Abstand der Beste. Stand da gerade jemand? Das sah gerade jemand aus, als ob er irgendwie, als ob der wütend aufstampfen würde und irgendwie voll sich über irgendwas ärgern würde. Ach, Spezialangriff schneidet den Gegner in 2 Teile. Ja, war mir irgendwie fast klar, dass ich hier auch was ausgelassen habe. Und hier haben wir die Phantomwelle. Okay, so ein Himmelsteiler könnte... Ja, klingt auf jeden Fall erstmal ganz gut. Gucken wir erstmal, dass wir den hier aus dem Weg geräumt bekommen. War das hier die Angriffsfläche? Ich glaube, das war hier nämlich die Bossebene. Und weiter konnten wir auch gar nicht gehen. Jetzt aber erstmal Himmelsteiler-Action. Oh ja. Das war voll witzig, was die immer so erzählen. Ich weiß noch als... Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich kann das doch auch so machen, genau. Was? Noch einer? Nächster? Nee, nächster ist... Ach so, hier! Hallöchen, Popöchen! Einmal der Himmelsteiler auch für dich und das war's. Okay. Engelstrompete droppen die. Ist ja auch nicht verkehrt. Haben wir bisher noch nicht gebraucht, aber... Auch das wird sich höchstwahrscheinlich noch ändern. Ja, guck an, Tatsache... Ich dachte, ich habe den jetzt wieder mit einem Gegner verwechselt. Wer bist du denn? Ich habe die Nase voll von der alten Hexe. Tag und Nacht beschwert sie sich nur. Der werde ich zeigen. Mit einem kaputten Gebiss wird sie nicht mehr viel sagen. Ha! Perfekt. Perfekt. Was? Sie will mir kein Abendessen kochen? Oh nein, dann ist sie wohl ernsthaft wütend. Ich muss sofort zu ihr und mich entschuldigen. Aber ich habe ihr Gebiss zerschlagen. Wenn sie das herausfindet, geht es mir erst richtig schlecht.
Ja, wahrscheinlich. Ja, perfekt. Super. Ich kann das ja haben. Danke. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Hier, nehmt dies. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Grüne... Oh, perfekt. Perfekt. Ich gehe jetzt zurück zu ihr. Noch einmal danke. Bitte. Ey, perfekt. Was habe ich vorhin noch gesagt? Das wäre so ideal, wenn sich das hier irgendwie... Okay, ja, gut. Ich werde jetzt die ganzen Kämpfe nicht nochmal machen. Also jetzt, sondern jetzt hier einfach so ein bisschen durchrushen und ja, euch am besten auch rausschneiden, wenn ich eh nicht kämpfe, ne? Okay, das ist gar nicht so einfach mit dem Vorbeirennen. Wir machen das mal so. Ich versuche gerade irgendwie... Ach du Scheiße, ist auch noch ein Überraschungsangriff. Ja klar, wenn ich versuche an denen vorbeizurennen, ne, dann ist das immer ein bisschen blöde. Ich würde ja fast sagen... Ja, guckt euch das mal an. Wir haben überwiegend diese kleinen Viecher hier. Wie heißen die denn? Warum wird denn der Name der Gegner manchmal links angezeigt und manchmal nicht? Guck mal, jetzt habe ich ihn zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit nach links geguckt oder war ich gerade wieder blind? Ich hätte jetzt eigentlich vorgeschlagen, dass wenn ich hier einen Zufallskampf initiiere, dass ich euch dann nur diesen Endscreen quasi zeige. Oh Gott, ey, ich habe schon wieder voll die Orientierungsprobleme. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Weg hier lang führt, obwohl ich jetzt hier gefühlte 10.000 Mal schon vorbeigelatscht bin. Ach nee, spule euch einfach mal vor. Mal gucken, wie lange das gut geht. So, perfekt. Hier müsste ich richtig sein. Genau, der Typ, der steht da auch noch. Ideal. Nein, es reicht nicht. Mir geht die Farbe aus. Wir haben da was für dich. Kuckuck, grüne Farbe übergeben. Na so, was? Ihr habt grüne Farbe und ihr schenkt sie mir. Vielen Dank. Hier, ich will euch auch was geben. Lange Unterhose, na, das wird ja immer besser. Ich habe mir die grüne Farbe auch gar nicht im Menü angeguckt, fällt mir gerade ein. Was für ein lebhaftes Grün. Mein Pinsel wird vor Freude tanzen. Ja, ja, soll er mal. Ich lasse den mal mit ihm und seinem Pinsel alleine. Wir gucken mal, was wir über diese Unterhose jetzt in Erfahrung bringen können. Wo gucke ich denn am besten nach? Bei Objekte? Nee. Liegt ja irgendwie auf der Hand. Ich habe die... Habe ich hier nicht irgendwas gefunden? Nee, ich glaube, ich verwechsel da schon wieder irgendwas. Lange Unterhose, Männerunterwäsche. Okay, also das finde ich gerade sehr amüsant. Auch die ganzen Geschichten, die da immer hinten dranhängen, warum die Leute immer ihre ganzen Sachen brauchen. Keine Ahnung, wofür jetzt irgendjemand so plötzlich eine Unterhose braucht. Aber wir werden auch denjenigen finden, da bin ich relativ sicher. Ich wollte eigentlich jetzt diesen Weg hinkriegen, ohne dass ich erwischt werde. Aber ich bin jetzt gerade kurz vorm Ziel. Also viel fehlt da nicht mehr. Hohlkopf heißt der. Da sehe ich das. Das heißt, immer wenn die Gegner am Zug sind, ja klar, dann, oh ey, dieser Angriff, der ist so übel und der auch. Also diese großen Viecher, die haben, wenn die hier richtig schlechte Laune haben, irgendwie noch ein ganz schönes Gefahrenpotenzial. Ich werde dann sicherheitshalber auch nochmal speichern. Und dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt... Ah doch, ich weiß doch noch, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wollten nämlich zum Schloss gehen, ne? Deswegen sind wir jetzt hier beide auch im Agogo-Wald. Also sowohl mit der einen Gruppe als auch mit der anderen. Weil wir ja ein Ziel hatten. Und zwar wollten wir mit dem König, mit dem Herrscher, was auch immer, über die aktuelle Situation, über die Versteuerungssituation sprechen. Denn... Das ist momentan mit einem unglücklichen Ungleichgewicht versehen. War das jetzt hier der letzte Speicherpunkt? Ich hoffe schon. Wäre irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn wir kurz danach noch einen finden. Ich komme hier, wie gesagt, irgendwie orientierungsseitig überhaupt nicht klar. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, heute übrigens wieder Kaffee. Ich nehme das auch relativ früh auf. Ich weiß nicht, ob man das immer so ein bisschen raushört, aber nachdem ich beim letzten Mal so mega übermüdet gewesen bin während der Aufnahme, dachte ich mir, okay, du wirst diesmal ein bisschen mehr ausschlafen und auch ein bisschen früher dann anfangen und das nicht so auf den letzten Drücker machen und ja, dann vielleicht auch ein bisschen mehr am Stück machen können, ne? Weil ich komme immer so schnell raus und tue mich dann immer so schwer, so mit Steuerungsgedöns und so. Und ja, ich weiß, dass wir hier schon mal gewesen sind, aber ich möchte die Gegner trotzdem gerne mitnehmen. Ich hatte das nämlich schon vorher so ein bisschen in der Seele weh, dass ich überhaupt an Gegnern vorbeigerannt bin.
Aber ich will jetzt hier natürlich auch nicht das Spiel, was ja generell nicht so schwer sein soll, nicht noch weiter vereinfachen, indem ich hier wirklich jeden Kampf doppelt und dreifach bestreite. Und ich freue mich total. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Laufe dieser Aufnahme. Es gibt hier einen Charakter, auf den freue ich mich total. Mein damaliger Lieblingscharakter, den werde ich da jetzt nicht namentlich benennen, werde auch nichts weiter über ihn verraten, auch nicht zum Geschlecht und so, aber ja, das ist irgendwie... Achso, nee. Ich denke immer, dass ich so reflexartig drauf drücken sollte, weil er vielleicht doch irgendwie schießt oder so, aber nein, das tut er nicht. Okay. Bisschen Konzentration ist nicht schlecht. Also gerade wenn es jetzt darum geht, das so ein bisschen zu koordinieren mit hell, dunkel und schießen oder nicht schießen und so, da bin ich, glaube ich, wesentlich besser, wenn ich nicht aufnehme. Also theoretisch müsste ich, um das Maximum an Kampfgeschick rauszuholen, jedes Mal die Klappe halten, wenn ein Kampf losgeht. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen übertrieben. So, hier sind wir noch nicht gewesen. Die Ecke ist neu. Oh, oh. Ach, wie schön. Also gibt es nicht nur den Agogo-Wald, sondern auch das entsprechende Dorf dazu. Ja, wow, guckt euch mal bitte diese Ansicht an. Oh mein Gott, wie gerne würde ich hier mal Urlaub machen. What? Oh, terrific. It finally stops raining, so of course now we find a house. Hey, I think I see someone over there. Do you live in this house? Yes, I do. My name is March. Nice to meet you. My sister and I are the guardians of this forest. So it's just the two of you? Alone? All the way out here? Must be tough. Not at all. I suppose it is dangerous sometimes, but my sister always manages to take care of things. Lately, though, I must admit, I've been surprised at how many guests have been showing up around the forest. Are you awake already? You know, you could have stayed in bed longer if you wanted to. Huh? Where am I? You were found lying unconscious at the upper entrance of the forest. The Agogos came to me and told me where I could find you. I think your friend is out taking a walk somewhere nearby. He kept mumbling to himself, something about trying to find inspiration for his music. Excuse me, but what are Agogos? They're... Well, they're round creatures. Huh? Round creatures? Anyway, they don't approach human beings. And recently, it seems as though the Agogos haven't really been showing themselves at all. You're a very lucky person. It's quite unusual for Agogos to take a liking to a human. In fact, I still can't believe they came to me about rescuing a human being at all. This is the first time anything like that's ever happened. So the Agogos rescued me? Even though I'm... I think maybe you should get some more rest right now. I'll fix you something warm to eat. Sorry, I just realized. I don't even know your name. Who, me? Well, I'm... You're Polka, right? What? You sell floral powder in Retardando. Yeah, I heard someone say your name once. Oh, yeah. And that magic you used was really great, too.
Hey, Polka, what's the matter? Why'd she run off like that? Did we say something wrong? Oh, Polka, you're up. I've picked a snack for us. Did something happen? She really shouldn't be running around like that. She's only just recovering. That path doesn't go very far off, though, so at least she shouldn't get lost. Huh? That's Polka! Oh mein Gott. Na gut, dass ich vorher gespeichert habe, kann ich jetzt überhaupt irgendwas machen? Also, ist jetzt zwar ein bisschen arschig, dass ich hier nicht hinterher renne, aber das sind jetzt wieder so viele Eindrücke, die ich mitgenommen habe. Kann es sein, dass da unten in der deutschen Übersetzung ein falscher Name stand, als sie sich selbst vorgestellt hat? Na guck mal, sie heißt Gavotte oder Gavotte, Gavotte würde ich jetzt sagen. Und hat aber irgendwie was komplett anderes gesagt oder habe ich irgendwie was mit den Ohren gehabt? Das klang wie Polkas Stimme. Ja, wir gehen auch gleich zu ihr. Ich will nur kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können oder so. Agogo-Junge, ich habe gerade ein Mädchen vorbeilaufen sehen. Ja, guck mal, die beziehen sich auch alle auf das, was hier gerade passiert ist, glaube ich. Ich habe Geräusche aus der Richtung der Höhle gehört und Tiere waren das nicht. Ja, wobei Polka schon eine kleine Maus ist, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, um irgendwelche doofen Witze zu reißen. Sieht aus wie der Brunnen in Ritardando. Oh, es ist eine natürliche Quelle. Vielleicht kann ich mich jetzt hier nämlich irgendwie noch heilen oder vielleicht noch bessere Ausrüstung kaufen oder so. Komme ich hier rein? Ja, Tatsache. Ich weiß, ich bin gerade voll der Atmo-Killer. Mann, okay. Leute, ich will jetzt hier nicht irgendwie... Wir machen das mal so, wie das Spiel es vorgesehen hat. Ich schätze mal, wir werden im Nachgang die Chance bekommen, uns hier in aller Ruhe noch umzusehen. Weil diese dramatische Musik im Hintergrund und mein Gewissen, das nagt gerade beides so ein bisschen an mir. Gut, dass wir hier nochmal speichern können. Und ja, ich hoffe nur, dass ich danach nochmal ins Agogo-Dorf zurück kann. Mich das Spiel dann nämlich direkt irgendwie weiterschmeißt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann werde ich das nochmal laden und meine Inspektion nochmal nachholen. Aber wir gehen jetzt erstmal nach ihr gucken. Polka, are you okay? I can understand that you want to fight, but are you sure? After all, you're recovering too, aren't you? I'll be fine. Don't worry about me. Right now we have to concentrate on keeping these things away from Polka. Ah, wenn wir schon hinkriegen, sind wir jetzt zu dritt, ja, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, ja, guck mal, das sieht doch irgendwie nach der finalen Mengenkonstellation aus, oder? So, die Frage ist jetzt natürlich, warte mal, ich konnte doch irgendwie, genau, die Perspektive ändern. Mit wem bin ich jetzt unterwegs? Mit Allegretto. Danach kommt Beat. Okay, ich werde mal erstmal die ganzen kleinen Viecher hier aus dem Weg räumen. Vielleicht kann ich den hinteren auch noch mitnehmen. Okay, das hat ihn getroffen. Das hat sogar den hintersten noch getroffen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das heißt, ich kann jetzt hier den Feuerstoß so ein bisschen spammen. Und Frederik wird sich dann das andere Hühnchen vorknöpfen. Oh, oh. Ich muss, wenn die Gegner angreifen, immer so ein bisschen die Klappe halten, Leute. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil ich komme sonst mit der Konzentration nicht klar. Scheiße, ich wollte eigentlich mit Frederik noch den letzten super Angriff spammen. Und ich wollte ja meine Echos komplett aufladen, hatte ich ja gesagt, ne? Das impliziert aber natürlich auch, dass ich jetzt nicht meine super Angriffe vom Stapel lasse, also super Angriffe in Anführungsstrichen. Ich weiß auch nicht, wann das Echo-Maximum erreicht ist, wenn ich ehrlich bin. Tendenziell, ich glaube 16, nee, 24, okay. Geht's noch weiter? Boah, 32, kennt das mit diesen Redepausen vielleicht schon aus, Kingdoms of Amalur? Da bin ich ja auch immer ein bisschen stiller, wenn,
wenn ich mich irgendwie an das Bannen von Truhen setze. So, ich glaube, jetzt werde ich aber die Phantom Wave einmal vom Stapel lassen. Und? Wow! Okay. Ja, das war ein guter Tipp. Das sollte ich dann wahrscheinlich auch zukünftig berücksichtigen. Weil das auch immer ganz gut ist, wenn man... was wollte ich jetzt sagen? Ja, wenn man immer diese leicht aufgeladenen auch zum Besten geben kann. Das ist für mich irgendwie schwer, rechnerisch einzuschätzen, was effizienter ist, weil wir ja auch so mit den leicht aufgeladenen Angriffen schon relativ viel Schaden spammen. Die Phantomwelle wird wahrscheinlich auch nicht so das Allerbeste sein. Das hast du ja schon relativ früh gelernt. Ich glaube, guck mal, der strauchelt schon so ein bisschen. Ich glaube, den haben wir bald. So, ich nehme mal sicherheitshalber ein Pfirsichplätzchen. So, und dann kann er jetzt hier wieder ein bisschen rumschießen. Aber wir machen das mal so. Ich werde in jedem Kampf... Nein! Seht ihr immer, wenn ich anfange zu reden... Ey, gut, dass ich den geheilt habe, sonst wäre Beat jetzt hinüber. Ich werde das immer einmal machen. Also einmal mit dem Maximieren und dann immer einen anderen Angriff mal ausprobieren und ja, mal gucken. Juhu! Unbesiegt! Das war mal relativ souverän. Ich bin gerade richtig happy, dass wir zu dritt mal kämpfen konnten und das Langschwert haben wir. Darf ich nicht vergessen. Jetzt kommt bestimmt wieder eine Cutscene. Gut, dass alle überlebt haben. Den letzten Angriff, den hätte Beat 100 Pro nicht überlebt, wenn ich ihm vorher nicht noch so ein Plätzchen mitgegeben hätte. Sehr schön. Cool, der Kampf hat echt Spaß gemacht. Aber das kann ich eigentlich von allen Bosskämpfen behaupten. Vor allen Dingen jetzt, wo ich weiß, wie ich mit Items auch heilen kann und so. Did you get hurt? No, I'm all right. Thank you. Thank goodness you're all right. Huh? What is that thing? Hmm, I bet it's one of those Agogos that girl was talking about before. It's kind of weird. Look, Reto, it's glowing. Agogo, thank you for saving me. I've never seen one of those before. Oh, I know. I'll take a picture of it. Where did it go? Great job, Beat. You scared it off by taking that stupid thing out. I wish I could have touched it. Gee, I'm sorry, Reto. So your name is Beat? Agogos are probably very shy creatures. I'm sure it'll come out again. And I take it your name is Reto. Is that short for something else? I'm Allegretto. I have a little store in Retardando. It's small, but we have a tough time keeping stuff in stock each day. Anyway, enough about me. What's a powder seller like you doing way out here? Are you headed somewhere? Mom, I'm going to see the Count at Forte Castle. Now is not the time to discuss this. We have a guest in the house. I told you, the reason floral powder isn't selling is because people can buy mineral powder so cheaply. I'm sure he'll understand if I talk to him. Polka, dear, don't be foolish. You can't possibly go all the way to the castle in Forte by yourself. I've already made up my mind. Don't try to stop me! Polka! Dear, it's not that important if floral powder doesn't sell. We'll survive somehow.
Polka, are you listening? Polka, please. If you can hear me, then answer me. Polka, are you listening? Oh, yes. I'm on my way to Forte.